Hallo und herzlich willkommen hier in Leonberg im EJW. Und warum wir hier sind, das hat einen ganz einfachen Grund. Das Ding heißt One Rock. Und die Jungs, die neben mir sitzen, die haben das Ganze veranstaltet. Allerdings gibt es One Rock nicht erst seit diesem Jahr, sondern wie lange genau? 14 Jahre schon. Aber was war denn der Grund, warum damals mit One Rock hier in Leonberg begonnen wurde? Es gab für die Konfirmanden hier bei uns rund um Leonberg ganz viele, ganz kleine Angebote, aber es gab nichts wirklich Großes, wo sie richtig was erleben konnten. Und da haben wir gesagt, vom One Rock, das muss mal was sein, wo es was kracht und wo mal so richtig auch was zu sehen ist für die Jugendlichen. Also normalerweise kenne ich ja noch von meinem Konfirmandenunterricht, da trifft man sich in kleinen Gruppen und dann werden Geschichten erzählt, dann wird gepredigt, dann gibt es einen Gottesdienst. Ja genau, also prinzipiell One Rock, da gibt es keinen Gottesdienst oder so, sondern es ist wirklich ein Konzert in seiner reinsten Form. Es spielen Bands, es wird Musik gemacht, es wird getanzt, es wird gepokt. Und es gibt auch bei uns einfach viele Jugendliche, die da hinkommen, sich da treffen, Gemeinschaft haben und es da einfach genießen, da zusammen zu sein. So, und was für eine Art von Musik muss ich mir denn vorstellen, wenn ihr jetzt als evangelisches Jugendwerk Leonberg ein Konzert veranstaltet, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht richtig heftig deftig, oder sehe ich das falsch? Ja, es wird schon richtig deftig, also wir haben eine bunte Mischung, wir haben Pop, wir haben ein bisschen Rock, wir haben Elektro, also alles, was so einfach die Jugendlichen auch gerade so selbst hören. So. Und wenn es um die Texte geht, würde ich sagen, da werden wir uns auf jeden Fall noch weiter darüber unterhalten. Aber vorher die Frage an euch, wie schaut es bei euch aus mit Fasching, Fastnet, Karneval? Ich eher nicht so, ich habe da keine Zeit, ich muss da One Rock machen. Ah, gutes Argument, aber es gibt Menschen, die knien sich voll rein, weil es geht los. Die Fastnet-Saison startet und wir sind dabei in Aidlingen. Hier geht das Glühweintrinken einfach weiter, jetzt nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt, dafür zum Häs-Abstauben. Und während sich die ersten Narren draußen vor dem Aidlinger Rathaus warm trinken, wird drinnen nochmal der Ablauf besprochen. Alle vier Fastnetz-Vereine sind heute dabei, die Eidbach-Hexen, die Langhoor-Guggis aus Dachtel, die Dolfringer Berghexen und die Stordeifel. Und sie können es kaum erwarten. Da freut man sich eigentlich riesig drauf. Das ganze Jahr über ist man aufgeregt und erwartet eigentlich diesen Tag, den 6.1. Und wir können es eigentlich kaum noch halten, die Bevölkerung ein bisschen zu belustigen und zu unterhalten. Zwei Vereine nehmen heute auch neue Mitglieder auf. Narrentaufen stehen an und die werden für die Täuflinge nicht gerade angenehm. Also unsere Täuflinge müssen durch die Eid schwimmen, wegen unserem Namen Eidbachhexen. Dann sagen wir durch die Eid schwimmen und wenn sie dann fertig sind, dürfen sie sich umziehen, das Häs anziehen und danach gibt es noch was Leckeres zum Trinken. Bei uns Storteifeln, wir haben ja auf unserem Fuß brennende Flammen über Steinen und deswegen gehen unsere Täuflinge über glühende Kohlen, um sich das Beinfell zu verdienen. Und im Anschluss dürfen sie noch einen selbstgebrauten Trank auf dem Wagen trinken, um sich dann die Maske zu verdienen. Bevor es soweit ist, wird aber die Fastnet geweckt, die in Aidlingen in Form des Strohhannes überwintert hat. Jetzt heißt es, ihn mit viel Lärm wieder zurück ins Leben zu holen. Kaum wach, wartet auch schon die wichtigste Aufgabe, Masken abstauben. Die Narren können es kaum erwarten, sie wieder anzuziehen. Sie müssen sich die Häs noch verdienen, die neuen Hexen. Über eine Rutsche geht's in die eiskalte Eid. Zwei neue Hexen werden heute so getauft. Dann sind die Storteifel dran. Die Glut noch schön gleichmäßig verteilen, anfachen, damit sie ordentlich heiß ist, Schuhe aus und Zähne zusammenbeißen. Im Vorfeld macht man sich, glaube ich, viel zu viele Gedanken über die Kohlen zu laufen, als über den toll schmeckenden Trank, den man trinken muss. Dabei sind die Kohlen eigentlich das Harmlosere. Der ist nicht so lecker, aber sag ich mal, es ist alles nur das drin, was es in der Küche gibt. Was nicht heißt, dass man alles, was man in der Küche findet, auch gerne trinkt. Die neuen Storteifel aber lassen sich nicht abschrecken. Auch die Eidbach-Hexen müssen trinken, ganz so eklig scheint das aber nicht zu sein. Was selbstgebraut ist, ist immer eine Überraschung jedes Jahr, was da gibt. Also es ist genießbar, ich habe es auch schon probiert, heute. Man kann es trinken. Kein Zweifel, in Aidlingen freuen sich die Narren auf die Fastnet 2019, übrigens eine ziemlich lange. Aschermittwoch ist erst in 2 Monaten, am 6. März.
One Rock steht in den Startlöchern. Das Ganze findet statt am 19. Januar in Rutesheim. Du hast mir vorhin erzählt, es geht da schon richtig ab bei eurem One Rock. Da geht es um Rock, um Pop, um Elektro. Aber wenn ihr als evangelische Jugend das veranstaltet, geht es natürlich wahrscheinlich auch um eine Message. Genau, also wir achten natürlich genau darauf, dass die Bands, die wir auch buchen und die dann bei uns auch spielen, auch eine Message rüberbringen. Das heißt jetzt nicht, dass es eine konkrete Predigt gibt, also 5 Songs, dann gibt es eine Predigt, 10 Minuten, dann geht's weiter, sondern dass einfach die Message in den Songs mit drin gibt, die Werte, die die Band lebt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn hier von euch vom EJW am Start oder beteiligen sich auch die Jugendlichen aus den momentanen Konfirmandengruppen daran? Ganz unterschiedlich. Sicher ist der eine oder andere Konfirmand vielleicht auch dabei, aber es sind natürlich vor allem auch Mitarbeiter vom EJW und man muss sagen, das sind 140 Leute, weil darum geht es uns auch. Es ist ein Festival von und für Jugendliche. Da geht es darum, dass jeder auch mit anpackt und mit dabei ist. Anders würde One Rock nicht funktionieren. Ja, was die Kids alles machen können, außer auf der Fläche mit Tanzen, mit Pogen, ja, auch das ist ein Thema und zwar gleich nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Zurück in Leonberg, zurück im EJW. Und du hast gerade auch gesagt, dass die Jugendlichen eben nicht nur auf der Tanzfläche dabei sind, sondern eben auch wirklich Backstage. Lars, du hast ja früher, hast du mir vorhin erzählt, selber Hand angelegt bei der ganzen Veranstaltung. Wie hat das Ganze für dich begonnen? Also das Ganze hat angefangen, als ich Konfirmand war. Da war ich natürlich als Teilnehmer beim One Rock. Und später dann habe ich mal angefangen, Apfelsaft zu verkaufen an dem Hallenverkauf. Und irgendwann kam ich dann natürlich weiter in Richtung Leitungsteam und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Ja, aber ihr könnt, als Jugendlicher kannst du ja da auch noch richtig Backstage viel, viel mehr organisieren. Zum Beispiel was? Du kannst voll und ganz bei der Lichttechnik mitmachen oder beim Ton. Da gibt es Profis, die dich sogar anleiten und die dir weiterhelfen, wie das Ganze funktionieren kann. Es gibt eigentlich grundsätzlich keinen Bereich, wo du nicht auch mitarbeiten kannst und wo es nicht auch jemand gibt, der dir hilft und zeigt, wie es geht. Wisst ihr was? Du hast gerade angesagt, Apfelsaft. Dein Opening war Apfelsaft beim One Rock. Dachte ich mir schon. Dann machen wir doch gleich die Überleitung von Apfelsaft in Rutesheim zu Apfelsaft im Landkreis. So viele Äpfel wie 2018 gab es schon lange nicht mehr im Kreis. Anhängerweise haben die Streuobstwiesenbesitzer das Obst in die Pressen gebracht und Apfelsaft daraus gemacht. Bleibt die Frage, wer hat den besten Saft gepresst? Das entscheidet auch dieses Jahr wieder eine hochkarätige Jury und das Publikum bei der Kreissaftprämierung Ende Januar. Anmelden kann man seinen eigenen Saft noch bis zum 17.01. Am 28. wird dann in Rutesheim verkostet. Leonberg präsentiert sich 2019 erstmals volle 9 Tage lang auf der weltgrößten Touristikmesse CMT. Dafür hat die Stadt eine eigene Broschüre herausgegeben. Neben Leonberg werden auch wieder Böblingen, Waldenbuch, Walderstadt, Herrenberg und Naturräume wie der Schönbuch und das Heckengäu mit ihren Produkten vertreten sein. Wer den Heimatkreis zwischen all den großen weltweiten Reisezielen besuchen möchte, kann das vom 12. bis zum 20. Januar. Und in Sindelfingen haben wieder jede Menge Nachwuchstalente im Fußball gezeigt, was sie können. Bereits zum 29. Mal ist im Glaspalast der Mercedes-Benz Junior Cup ausgetragen worden. Mit dabei Vereine wie Bayern München, der VfB Stuttgart, Vorjahressieger Hertha BSC, die Glasgow Rangers und der Liverpool FC. Aber auch Daimler-Azubis durften wieder ihr Können unter Beweis stellen. Gewonnen hat am Ende Liverpool. Die Einnahmen des Turniers gehen wie jedes Jahr an einen guten Zweck. One Rock am 19. Januar in Rutesheim ist natürlich die Veranstaltung hier in der Region. Was aber sonst noch los ist, schauen Sie mal. Sindelfingen startet beschwingt ins neue Jahr. Das Kammerorchester gibt in der Stadthalle gleich 3 Sinfonien und ein Konzert von Haydn, Mozart und Rossetti zum Besten. Tickets für das neue Konzert gibt es bereits vorab am I-Punkt der Stadt am Marktplatz.
Im Mauerwerk Herrenberg ist Kunst, ist alles, ist Kunst, ist alles, ist Musik. Klingt verwirrend, trägt aber den nüchternen Titel Protokoll einer Disco. Anna Mateur tritt mit dem Programm auf, singt, schreit spontan, macht Musik und Pausen, denn Pausen sind auch Musik, und begeistert damit das Publikum. Das tun auch Clube de Bossa und M, und zwar im Blauen Haus in Böblingen. Der ehemalige Straßenmusiker Raphael spielt da mit seiner Band einen Mix aus brasilianischem Bossa, Samba und Calypso. Nicht zu vergessen Einflüsse von den kleinen Antillen. Ein Fest für alle, die heiße Rhythmen lieben. So, eins weiß ich ja auch aus Erfahrung, wenn man so ein Ding auf die Bühne stellen möchte, dann fängt man nicht erst an, 3 Wochen vorher zu planen. Wann beginnt bei euch die Planung für so ein One-Rock-Festival? 2 Tage nach dem Konzert. Natürlich, nach dem Festival ist vor dem Festival, weil man muss die Bands buchen. Genau, also die Bands buchen wir so im Sommer, aber so generell mit den Planungen muss man sehr, sehr frühzeitig anfangen, weil es einfach sehr viel zu tun gibt. Ja. Ich weiß, dass ihr auch Besucher habt, die kommen nicht hier aus dem Kreis Böblingen. Wer ist denn am weitesten angereist? Also wir haben ein paar, die jedes Jahr eigentlich aus Belgien anreisen, extra für den One Rock. Und ansonsten ist dieses Konzert jetzt speziell für Jugendliche hier aus Leonberg und der nahen Umgebung, oder wer darf alles kommen? Also es darf grundsätzlich einfach jeder kommen, von überall, und es kommen auch Leute von überall, also quer aus Deutschland, wir haben Leute aus England, sowohl Mitarbeiter wie auch Teilnehmer, also nicht nur aus Leonberg, nicht nur aus dem Kreis Böblingen, gerne natürlich auch von hier, aber von überall bitte. So, also ihr habt wahrscheinlich auch ein gutes Netzwerk zu den anderen EJWs hier im Kreis Böblingen. Kostet ja alles Geld. Halle kostet Geld, Technik kostet Geld, also muss man natürlich auch einen Eintritt verlangen. Wo bekomme ich denn die Tickets? Die Tickets gibt es entweder bei unseren lokalen Vorverkaufsstellen oder bei uns im Online-Shop. Einfach auf unserer Homepage nachgucken, da kann man sich dann die Tickets online kaufen. Die blenden wir jetzt einfach mal hier ein. Super. Ja. Und Achim, was kostet der ganze Spaß? Also für alle Schüler kostet es 12 Euro und wenn man sich am Abend selber erst entscheidet zu kommen, dann kostet es 14 Euro. Genau. Und wie lange geht das Ganze dann? Bis um 12. So, also ganz wichtiger Termin und den auf jeden Fall mal frei halten, wenn ihr irgendwo zwischen 13 und vielleicht 18 Jahre alt seid und Lust habt, mal mit ganz vielen anderen abzutanzen, abzufeiern, abzupogen, zu moschen am 19. Januar in Rutesheim in der Halle Bühl 2. Das war's auch schon wieder für diese Woche bei Wir in BB, und nächste Woche sehen wir uns sportlich.